Das ist der tauchende Boss, ne? Wo ist der? Bist du eine Beschwörung? Ich glaube fast nicht, ne? Au. Irgendwie macht mir das Ganze hier ein bisschen zu schaffen. Oh, da kommt. Da kommt wirklich einer. Uncool. Scheiße. Ist der jetzt da rausgeschwommen oder was ist das? Nee, ich verstehe nicht. Ich muss um 6 Uhr hoch, meine Chefs wollen Brot und Trinken haben. Was? Also sie aufstehen, die Säcke. Was? Nein. Das ist wahrscheinlich die Kinder, oder? Ja, schwierig. Nee, aber dann absolut, absolut verständlich. Hau dich weg, schlaf schön. Ja, eben. Eben. Die inoffiziellen Chefs. Nee, deswegen lass dich nicht aufhalten, schlaf schön. Ja, wie gesagt, schön, dass du da warst. Hab mich gefreut. Dank der Hexerei einfach 10 Milliarden Zeug, Alter. Ah, Kinders. Ich hab gesagt, ich habe selber zwei Wurzen. Könntest du jetzt einfach drauf gehen, bitte? Oh mein Gott. Oh. Nein! Oh mein Gott, ich muss hier komplett weg. Nein! Geht. Bis zum nächsten Mal, auf jeden Fall. Gerne, danke dir. Ja, ich bin ja komplett am Arsch. Kannst du? Gott, was ist denn das für eine Kacke? Super. Warum wollt ihr? Hey. Ah, du bist ein echtes Skelett. Okay, du bist keine Beschwörung, das ist ekelhaft. Wir machen auch nicht mal allzu lang. Wie gesagt, ist schon 12:30, ne? 12:30 ist eigentlich eine gute Uhrzeit. Ah! Warum spellst du mich? Hört er nicht zu mir? Doch. Wait. Aimt der einfach nur so kacke oder was ist los mit ihm? Holy shit. Hat er mich gerade 5-mal versenkt oder was? Ein Penner. Beschwörungen sind gut im Spiel. Merk's, Alter. Alter, was ein Shit. Ich speichere mal. Einfach aus Gründen der allgemeinen Sicherheit. Holy shit. Mein kleiner Dolch ist kaputt. Oh nee. Der Dolch ist halt. Ach, die ist hier wieder hochgekommen. Okay. Der Dolch ist halt wirklich, wirklich gut. Nach wie vor. Aber nö. Was bist du eigentlich? Aha. Okay. Muss ich nicht verstehen. Silo. Achso, machen wir jetzt die Dinger auf? Schon, oder? Und dann können wir einfach runterspringen. Ist das so? Würde es fast behaupten, so. Ah! Ich würde fast sagen, dem ist so. Finde ich gut, bin ich Fan von. Himmelarsch, Zwirn. Hat ein Act. Silo und Melke. Sag mal, wie weit kann so ein Dungeon überhaupt gehen? Okay, wir haben unsere Katana. Katana! Ja. Und wir haben auch wieder gut Geld, damit wir unser Zeug dann auch wieder, ne, dass wir
in der Schmiedelehre wieder in die Lehre gehen können. Weil ich sag, wir müssen irgendwie unser magisches Zeug in Schuss halten. Weil in dem Moment, wenn wir unser Zeug verzaubern können, uns auch verzaubern, müssen wir es auch irgendwie in Schuss halten können. Das ist ja komplett necessary, sag ich schon. Wie weit ist der bis der Questpunkt weg? Ah, gleich hier drüben. Ja, Lümmel. Ich sag auch mal kurz Nächtle, Wetter, Herr Schmellinger. Die habe er sich wohl. Bis zum nächsten Mal. Erik, auf jeden Fall. Ein guter, schlaf schön. Ne? Schlaf schön. Ich danke dir nochmal. Sehr, sehr lieb von dir nach wie vor. Wie immer, du weißt es. Du weißt es. Ne? Hau dich weg. Und ich wünsche dir einen schönen Abend. Und ihn töten? Sehr gut. Haben wir. Also, ne? Schlaf schön. Weil keinen Bock. Katana! Sehr gut. Komplett easy. Jo. Und übrigens, ne, an die Leute, die dann da sind und ein Erik zum Beispiel, also hier ein Gamage Jesus noch nicht kennen, ne? Schaut bitte unbedingt bei ihm vorbei, der Erik ist quasi so, irgendwie so in der Schwebe zwischen Affiliate und Partner, ne? Kommt auch auf den Tag drauf an, kommt auch aufs Projekt drauf an, aber er himmelt immer so bei 60, 65 Leuten ab und so, ne? Das muss ein bisschen höher, ne? Das muss irgendwie ein bisschen höher kommen. Ich habe halt leider nur eine IP-Adresse. Beziehungsweise nur einen Account. Keine Ahnung, mit was Twitch das irgendwie. Euch. Meins. Von was es Twitch abhängig macht. I don't know. Können wir hier irgendwo warten? Perfekt. Und übrigens, wen es aufregt, dass ich die ganze Zeit warte, um mich zu heilen, ne? People Neverwinter Nights. Neverwinter Nights als Magier beziehungsweise als Kleriker. Bin noch nicht weg. Oh mein Gott, holy! Lass mich hier durch. Die Magier haben ordentlich Bock. Was für ein Magier, der haut auf mich drauf. Ich blocke und ich bin Half-Life. What the fuck? Was ist denn das für ein Magier, bitte? Ja, den muss ich verkaufen, den Dankespiegelung. Der ist mir zu viel Geld wert. Au, 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 au. Wo bin ich bitte? Ah, okay, gut. Waren wir gerade unsicher? Waren wir gerade unsicher? Holy shit. Alter. Was denn Scheiße? Na? Mach ich das am besten? Das macht halt einfach 22 Damage quasi. Ein Maya Feuerball, der macht 20. Ah. Belastend. Aber was für ein Zauberer, bitte. Magier, bitte. Der kommt hier an und macht mich komplett querlink. Das können wir nicht anders machen. Wir müssen uns einfach mit Tränken vollballern. Na? Magie!
Gott im Himmel. Haben wir noch einen Lebensdrang? Wäre so eine Magie. Leben. Oh mein Gott. Durchwirkte Schuhe sind einfach nichts wert. Kolossale. Ich habe das schwarze Seelenjuwel geborgen. Es muss zurück zu Hannibal Lecter von der Geheimuniversität. Auf jeden Fall. Wir können eine Stunde warten. Danke. Danke. Ich komme hier hinten raus, oder? Als ob das so ein weiter Weg ist. Willst du mich verarschen? Was? Ich glaube jetzt nicht, dass da drin noch Zeug ist. Wenn da drin jetzt noch wirklich noch Zeug ist, dann drehe ich komplett am Rad, Alter. Wenn man auch so gegen die einfach nur mit Magie bekämpft werden können, das ist super. Und du machst einfach einen Er steht mir einfach im Weg, ne? Der Geist kommt auch schon. Super. Ich freue mich hier absolut. Wenn dann schon mal das Skelett weg wäre, ne? Au. Sehr gut. Kommt der Geist jetzt auch? Der Geist kommt auch. Ah, der leckt ja noch blieb, wäre schon geil. Als Kaiser oder so ein Shit. Geht er wieder? Ich weiß nicht, geht der wieder? Was wir übrigens auch noch brauchen, was wir uns unbedingt zulegen müssen, ist ein Schild. Ein verzauberten Schild einfach, ne? Das ist halt so wichtig. Gerade solange ich halt einhändig rumlaufe. Eigentlich brauchen wir ein Schild. Wenn wir eine zweihändige Waffe hätten, natürlich wäre was anderes. Ist eigentlich auch so das Ding, wo ich hin möchte. So ein Zweihand-Kampfmagier. Der hat irgendwas gegen mich da. Mein Avatar, ne? Nicht mein Avatar, sondern mein Atronach. Na komm. Hopp. Er blockt mich einfach tot. Holy shit. Dankeschön. So. Und wieder warten. Ist hier noch irgendwas? Nee, so, oder? Das war's jetzt. Ich gehe da jetzt hoch und gehe einfach rechts raus. Können wir das so machen? Das wäre super schön. Wieso? Wer? Wo? Achso, okay, gut. Damit kann ich leben. Ist er ihn? Ja. Lehrling Mörser. Ja, komm. Im Endeffekt ist es Geld. Nämlich. Kann ich die eigentlich mitnehmen? Nee. Warte. Einfach so einen Seelenstein mitnehmen. Der ist da irgendwas aufgemacht? Ich glaube nicht. Unten? Ich glaube nicht. Lalalalalalalala. Öffnet mir die Pforte. Ah, Ausgang. Sehr gut.
Also zumindest so ein halber Ausgang. Wir kommen wahrscheinlich sowieso erstmal ins Main Building zurück. Sehr gut. Könnte hier runter. Könnte mir auch noch das Zeug mitnehmen. Angriff der Klo. Was ist der? Deadrot beschweren. Angriff der Krieger. Ist es denn was, was man lesen möchte? Beschwörung. I'm sorry. So, hallo. Perfekt. 22 Goldöcken. Ah. Was ich da oben nicht mitnehmen kann, ne? Eine Schande. Nö. Oh. Gott sei Schlüssel, Alter. So, ihr seid noch die ganze Zeit mal ein Kampfmager. Sehr gut. Lalalalalala, bumbadidadudada. Na, ihr Nudel? Ihr seid hi. Hi, vor allem. Bringt es so. Ganz ruhig, mein Freund. Ah, ganz ruhig. Bin ja schon auf dem Weg. Vorher gehen wir aber noch in die Arena. in der Arena kann man kostenlos. Knacken. So. Irgendwo. Ich glaube hier. Ja, genau. Oh, Gott im Himmel, war das anstrengend. Möchte ich eigentlich, aber. Persönlichkeit. Eigentlich nur für Geld. Also Intelligenz machen wir eh klar, das ist logisch. Willenskraft müssen wir eigentlich auch für die Mana-Regeneration. Persönlichkeit. Leichte Rüstung halt, ne? Aber Konstitution plus 3 ist halt auch so eine Sache. Wir nehmen es mit, komm. Scheiß drauf, Schnelligkeit wäre plus 4 gewesen, ich weiß, aber. So sagt schon was. Nö. What the fuck? Ich werde dann auch mal mein Bett besuchen gehen. Zeigen liebe Grüße. Ich wünsche was. Lizzy, hau dich weg. Ne? Schön, dass du lange da warst. Ja. Ich wünsche dir eine gute Nacht, erhol dich gut. Morgen einen schönen Donnerstag, dann hoffentlich bald auch an. Ich hoffe, es lohnt sich. Das sei nicht so assi. Ah, ein schönes Wochenende hoffentlich bald. Ja? Ah. Jetzt, wo mir gerade einfällt, dass ich vergessen habe, jemand zu antworten. In der Arbeit. Schwierig. Seid gegrüßt. Belastung, will ich fast sagen. Ah, so. Hi, geht. Grüß dich. Einsatz bereit bis zum Äußersten. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr das Juwel... Wir haben viel zu bereden und nur sehr wenig Zeit. Ja. Eine neue Aufgabe erwartet euch und dies ist mit Abstand die wichtigste, mit der ihr je betraut wurdet. Tötet den Endboss. Seid ihr wirklich für diese Aufgabe bereit? Ich weiß nicht, was euch erwartet, aber sicher ist, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben werden, sobald ihr begonnen habt. Sterbe ich? Ich bin bereit, ich bin so fit, das wird der Hit. Lebt wohl. Ist das jetzt die finale Quest von der Magiehilde? Sei ja nur belastend, ne? Einfach nur belastend. Wollt ihr noch machen? 5 vor 1, ja, komm. Ich weiß, ihr wurdet gesandt, um dieses Juwel zu erwerben, damit es Manimako nicht in die Hände fallen kann. Mit diesem Stein wäre er zur Universität gezogen, um mich zu überwältigen. Ist das so? Dann hätte es schwerlich ein Mittel gegeben, ihn aufzuhalten. Jetzt dagegen glaube ich, dass wir eine Möglichkeit haben, ihn zu besiegen. Alter, was solche Zähne, ne? Wenn ihr bereit seid, habe ich eine letzte Aufgabe für euch. Dies wird ohne jeden Zweifel der wichtigste Dienst sein, den ihr je für die Gilde geleistet habt. Yay! Ja, komm, dann seid sprich. Ihr wirk- Natürlich. Dann hört mich an und spitzt die Ohren. Manimako wird bekommen, wonach er sucht, doch es wird sein Verderben durch eure Hand bedeuten. Mit diesem Juwel in eurem Besitz könnt ihr seinen Versuchen, euch mit einem Bann zu belegen, widerstehen. Sobald er scheitert, sollt ihr zuschlagen. Wenn dieses Gespräch endet, werdet ihr das Juwel an euch nehmen, Manimako aufsuchen und ihn vernichten. Meinst du? Versucht, auf jedem erdenklichen Weg zu ihm vorzudringen. Das ist unsere einzige Hoffnung, ihn zu besiegen.
Ich habe volles Vertrauen in euch und überlasse daher die Gilde eurer Obhut. Sobald ich nicht mehr lebe, werdet ihr der Erzmagier und das Oberhaupt der Gilde sein. Führt eure Magierbrüder und führt sie weise. Die Zukunft liegt in euren Händen. Gehabt euch wohl. Ich fände es super, wenn man die auch zu... Was? Ich fände es super, wenn man zum Beispiel jetzt ein bisschen was durch die Gilde auch erwirtschaften würde. Das wäre eine Sache, die mir sehr gefallen würde. Beispiel, die Gilde schafft Seelensteine ran oder sowas. I don't know. Die geheime Universität. Wissen die echt, dass da oben eine Leiche liegt? Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Wo müssen wir eigentlich hin? In die. Waren wir hier nicht schon? Gibt es mehrere Echohöhlen? Okay, Frage ist: wie schwer ist die Quest? Also wenn ich jetzt aufmache, ne, den umzukloppen, schaffe ich das überhaupt? Au. Das ist halt schon so eine Sache, ne? Ach, ein toter Magier-Chef wird nichts Neues. Wir könnten ihn... Moment. Er hat ja eigentlich auch mit keinem Wort gesagt, dass er sich, dass er stirbt. Wenn er das macht, oder? Also man hat es rauslesen können aus dem Kontext irgendwie, aber... Wir machen das hier jetzt ganz einfach, Alter. Verdammt. Na komm. Ich glaube, ich hab Fehler gemacht. Moment, wir kriegen. Mein Freund. Immer nicht so dickig hier. Ich glaube, er ist für immer lost. Scheiße. So, machen wir es anders. Da ist er. Da haben wir ihn wieder. Okay. Da haben wir ihn wieder. Dang it. Okay. Okay. Wie kriegen das hin? Okay. Ist das eigentlich ethisch korrekt, was ich gerade mache? Ich möchte mir eigentlich nur einen würdevollen Tod irgendwie verschaffen. Aber irgendwie das ist nicht so, wie ich meine. Scheiße. Sind nur Pixel, meinst du? Nee, finde ich nicht. Finde ich nicht gut. Wait. Wait. Wir haben eine andere Mission. So.
Jetzt. Ja. Nein, nicht nachlassen, nicht nachlassen. Ja, nein, wir haben es doch was. Nein. Heule. Aber nicht so. Ich schiebe jetzt einfach unten rein. Komm wieder rein. Mach jetzt keinen Kau, Alter. Okay. Perfekt versteckt. I mean, da kann keiner was dagegen sagen. No. Ich mache ein Bestattungsunternehmen aus. Wie unter dem Teppich. Ja, man kann hochgehen. Man sieht es einfach gar nicht. Oh. Da. So, bin ja gleich fertig. So. Waage kommt auch noch drauf. Bin jetzt aber voll. Blub. Ah, so ein Buch. Kann man sich vorstellen. So, perfekt. Was man nicht sehen kann, ist nicht da. Richtig. Kann man auch das Fass mitnehmen? Kann man nicht, ne? So. Ja, Topf. So. Schüssel ist auch super. So, die kommt auch hier drauf. Ah, ein bisschen höher vielleicht. Na, komm, die Schüssel. Die Schüssel deckt ab. Ich glaube, besser wird's nichts. Wird's einfach nicht. Perfekt. Also, ich wüsste nie, wie auch nur irgendjemand mir auf die Schliche kommen sollte. Ich grüße euch. Grüße dich. Nicht mal ansatzweise. Also, no. Never. Das ist mir keiner. Sagt das eigentlich was über das Leben vom Erzmagier aus, wenn das wirklich keiner merkt? Wo ist er nur hin? Ja. So. Was haben wir hier? Wir müssen unser Zeug reparieren lassen. Und in die Waffenlehre gehen. Sollen wir uns sogar zuerst. Kriegsveteran. Nein, habe ich nicht mehr. Alles senkrecht. Perfekt. Ja. War mir einfach. Ja, finde ich auch. Und reparieren. So pfiffig, nein. Ich bin bereit. Gut, dass ihr euch perfekt. Was haben wir denn hier? Den kannst du besser. Perfekt. Den Rest mache ich selber. Vielleicht eine neue Rüstung oder Waffen? Bei mir findet ihr eine große Auswahl. Na, 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 na. Perfekt. Dann wird der Erzmagier nicht sonderlich beliebt gewesen sein. Nee, oder einfach auch nicht sonderlich wichtig. Das meine ich eher. So. Ah, wie auch gerne verkaufe ich auch gleich. Wo sind wir denn? Hier. Perfekt. Seht euch vor. Nee, brauche ich nicht. So, Abfahrt. Wohin? Ich wollte hier rüber. Der andere Typ da drüben hat 1000 Öcken zu verkaufen. Also als Budget. Natürlich. Ich grüße euch. Ach, das kam aus. Ich wollte gerade sagen, was ist los? Was nehmen wir mit der Knights? Wir verkaufen nur vom. War das auch?
Was haben wir denn hier für dich? Wir haben für dich einen Stab der Bannung. Der Bannung, der Rat. Nun wird er sehen, was er davon hat. Der Bannung, Skandal. Er ist eiskalt verlogen. Das ist ein gutes Angebot. Verlogen, eiskalt und brutal, so. Hopp, hopp, hopp. Perfekt. Mein Freund, sonst noch was? Den kannst du auch haben für 600 Öcken. Ja, scheiße, wie man sagt. Kannst du auch haben. Daran habt ihr viel Gold verdient. Will ich auch hoffen, du Lümmel. Will ich auch hoffen. Silberkelch kannst du auch haben. So. Ach, danke. Kein Stress, die. Was soll ich jetzt aber prüfen? Nur vom Besten. Will ich auch hoffen. Was darf ich euch an? Nö. Wiedersehen. Hieß dich. Okay, wieso bin ich so schwer belastet immer noch? Warum? Wer bist du denn? Who the fuck? Noch einmal und ich bring euch um. Jemand wurde. Ich habe die Bürgerliche getötet. Deswegen war auch gerade die, Mucke so aggro, als ich reingegangen bin zu dem Typen. Aber wer ist er denn? Wurzel? Pontus? Ach, war er nicht der Lümmel? Mach sie mal tot, bitte. Ich hab doch keinen Bock auf den. Komplett eskaliert. War er nicht der Lümmel? Der irgendwo in der. Ah. Den wir den Helm abgenommen haben? War das der? War der, ne? Wieso lebt der noch? Was will der hier? Hä? Whatever. I don't know. Komplett behindert. Dann haben wir jetzt den Stab des Frostes und gehen instant wieder. Mein Freund, ich habe noch was für dich. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Die ich dir alle verkauft habe, du Lümmel. Also komm, hör auf zu reden. Ich. Und tschüss. Schön. La 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 la. Du dein, du dein. So, bei dir kann ich Klamotten verkaufen. Was kann ich. Ich grüße dich. Was es auch ist. Also nicht. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Serodil. Wieso kann ich die Hosen nicht verkaufen? So? Ich würde gern die Hose verkaufen. Den Ring würde ich auch gern verkaufen. Wieso denn nicht? Und hier würde ich auch ein paar Sachen gern verkaufen. Wieso geht das nicht? Es ist doch auch in keinster Weise gestohlen. Nee. Muss ich da wieder zu der anderen? Oh nee. So kacke zu mir. Okay. Machen wir erstmal ein bisschen Zeug. Okay. Zack und zack. Und zack und zack und zack und zack. Und zack. Wie gesagt, ich mache einfach alles, was irgendwie funktioniert. Ich könnte natürlich jetzt darauf schauen, dass ich nur Sachen mache. Sechs Leben und sowas, aber. Na komm. Na komm. Das wird vermutlich auch zu viel. Toll, hier schon. Zu viel Zeit frisst jetzt einfach. Na. Plopp. Na. Trollfett behalten wir trotzdem. Brauchen wir auf jeden Fall. Wohl. Ah, die Tränke Schubse. War das sie? Und in der Grafe müsste sie gewesen sein, ne? Ja, genau. Ich Hi. Habe. Meine Gute. Was darf ich euch anbieten? Alles, was ich dir gebe. Na, 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 na. Lehrling Mörser kannst du haben. Wait. Die kannst du das haben. Das ist ein gutes Angebot. Die kannst du haben.
Den Mörser kannst du haben und da nur eine. Genau. So. Und meine Gute, du kannst... Lebensenergie wiederherstellen? Wieso heißt der Lebensenergie wiederherstellen, wenn er mir nur... Wenn er nur... Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ich will es gar nicht wissen. Okay. So, Licht. Weg. 39 Punkte. Hm. Glück, Schaden, Intelligenz, Ausdauer. Kann alles weg. So. Heißt festigen eigentlich, dass ich quasi unter diesem Wert nicht fallen kann, oder? Na, dann wäre das ja gar nicht so ungeil. Daran habt ihr. Position, Leben, Ostschild, Improvisation. Krankheiten heilen würde ich gern behalten. Dass der hat 300 Zauberabsorptionen. What the fuck? Man kann Zauber noch dodgen. In der Theorie. Ein gutes Geschenk. Gift heilen. Halt mir. Zauber widerspiegeln. Ja, komm, hau weg. Und hau weg. So. Du holde Miles. Bin ich jetzt wieder ja, so halbwegs leer. Das passt ganz gut. So. Das ist die Frage, wir haben es jetzt kurz nach 1, ne? Ich würde jetzt. Ich würde die Quest jetzt nicht mehr anfangen, beziehungsweise auch nicht mehr. Nicht mehr weiter hinterherlaufen. Ich würde jetzt wirklich eigentlich in die Haia gehen. Am besten speichere ich nochmal.